Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie heute als Leserin der Landeszeitung unsere neue Gemeinschaftspraxis hier in Rendsburg sich angucken möchten. Unsere Gemeinschaftspraxis besteht aus 3 Gynäkologen und 10 angestellten Arzthelferinnen sowie 2 freiberuflichen Hebammen. Wir sind sehr vielfältig, da wir ja jetzt 3 gynäkologische Kollegen sind, die hier sich zusammengefunden haben. Wir haben einmal einen Bereich der normalen Gynäkologie, die wir abdecken. Dann decken wir gerade auch viele die Schwangerenbetreuung recht umfassend ab. Wir machen sehr viele Ultraschalluntersuchungen, also auch weitreichendere als nur die Basis-Ultraschalluntersuchungen. Wir machen 3D- und 4D-Ultraschalluntersuchungen, haben ein sehr schönes Ultraschallgerät. Wir halten die Vorsorge für eminent wichtig, weil man zum Beispiel einen Krebs durch eine Vorsorgeuntersuchung einfach rechtzeitig diagnostiziert, auch komplett heilen kann. Dann werden psychotherapeutische Behandlungen hier angeboten, es werden ästhetische Behandlungen hier angeboten, das heißt Botox-Behandlungen, Hyaluronsäureunterspritzung führen wir hier durch und mein Kollege führt auch Akupunkturbehandlungen und Naturheilverfahren durch. Ja, das sind so die Sachen, die vielleicht ganz wichtig sind. Sonst wird natürlich auch noch vieles mehr hier angeboten. Unser Ziel ist, oder unsere Vision, warum wir uns zusammengetan haben, eine möglichst komplette gynäkologische Untersuchungseinheit und auch die, wir nennen das Servicezeiten mal, für die Patienten, also von 8 bis 19 Uhr an den meisten Tagen, sicherzustellen. Also ich denke, unsere Philosophie ist, möglichst die Menschen dort abzuholen, wo sie sind, ihnen das leicht zu machen, weil es ist ja nicht immer einfach, zum Frauenarzt zu gehen. Das ist für viele ja ein schwerer Gang, da möglichst die Hemmschwelle zu erniedrigen, das Gefühl zu geben, das ist nichts, was einem unangenehm sein muss, sondern was auch nett sein kann und auch einem das Gefühl geben kann. Ich kann nach Hause gehen und kann sagen, alles ist in Ordnung. Es war gut, dass ich da war und komme nächstes Jahr dann wieder und habe keine Angst vor der Untersuchung. Das ist, glaube ich, auch noch mal ganz wichtig. Es hat mir wunderbar gefallen. Ich komme immer wieder gerne hierher. Ich bin eine ganz alte Patientin von Frau Dr. Grabner. Und jetzt haben wir eine ganz neue Praxis und ich freue mich drauf. So komprimiert alles in einer Praxis, das fand ich schon sehr interessant. Sehr gut. Also großzügige Räume, alles sehr ansprechend und ja, also ich denke mal, hier kann man sich gut aufgehoben fühlen.